Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Mystery Dungeon Next Glories of Darkness. Letztes Mal haben wir gesehen, wie Azurill und Meryl von einem Traumato geholfen wird. Und haben auch etwas über die Stadt erfahren. Können wir uns sogar hier noch umgucken? Ah, das sind die Schlafräume der anderen wahrscheinlich. Sonnenfloras Tagebuch. Oh, war ja Tagebuch von total durchgeknallt. Tag XX, Monat 00, Sonic. Du meine Güte, erfreut euch kennenzulernen. Ich bin Sonnenflora, ein Lehrling der Gilde. Nick. Aber bedeutet das, dass jemand außer mir mein Tagebuch liest? Doppel-Ick. Riskiert da jemand einen Blick? Oh weia, wie schrecklich. Irk. Okay. Aber wenigstens hinterlassen sie Notizen. Tagebuch von Bidiza. Ich gebe mein Bestes. Jawohl, ja, Journal von Bidiza. Eintrag 1, ich gebe mein Bestes. Tag Kriegs, Monat 00, Sonic. Uff. Wer schreibt Uff in sein Tagebuch? Scheint schon ziemlich lange her zu sein. Wie habe ich die Stimme von Bizek gemacht? Scheint schon ziemlich lange her zu sein, dass ich hier an der Gilde als Lehrling angenommen habe. Es ist echt niederschmetternd, so schwerfällig und langsam zu sein. Jawohl, ja. Als ob ich das nicht wüsste. Ich bin ein langsamer Arbeiter und ich brauche länger als andere, um Dinge zu lernen. Uff. Wie vermisse ich meine Heimat und meine Leute? Jawohl, ja. Aber ich kann nicht das sein, was ich sein möchte, wenn ich mich jetzt geschlagen gebe. Nein, wirklich nicht. Menschenskind. Jawohl, ja. Ich habe einen großen Traum. Ich werde sicher einmal ein erstklassiger Erkunder. Jawohl, ja. Und deshalb habe ich mit diesem Tagebuch hier begonnen. Ich verwende es, um festzuhalten, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Jawohl, ja. Morgen werde ich erhobenen Hauptes losziehen und die Dinge in Angriff nehmen. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal. Da ist unser Vorgesetzter. Ihr zwei! Habt ihr jetzt euch das Gelände herumgeführt? Gut. Dann möchte ich, dass ihr euch mit dem Ganoven-Infobrett vertraut macht. Wird ein Ganoven oder zwei? Da ist sicher etwas für euch dabei. Das kann ich euch anvertrauen. Zeit, uns zusammenzureißen und hart zu arbeiten! Na gut. Habe ich das Geld eigentlich schon angelegt? Nee, das wollte ich in der Bank noch machen. Das mache ich jetzt erstmal. Ich wollte ja mein Geld noch auf die Seite schaufeln. So. Willkommen bei der Zwillingsbank. Lagern. Nehmen wir mal alles. Sehr wohl, ich werde nicht wohl. Dein Kontostand beträgt 262. Beehrt uns bald wieder. Okay. Dann geht's jetzt auf zum ersten Ganovenbrett-Auftrag. Na? Seid ihr bereit für eine Ganovenjagd? Ja. Oh, jawohl, ja. Ich wette... Oh, jawohl, ja. Ich wette, ihr seid jetzt bereit. Dann sucht mir jetzt einen Ganoven für euch aus. Tja, ihr habt die Wahl zwischen all diesen erbärmlichen Typen. Mal sehen. Welchen sollen wir uns aussuchen? Wie wär's, wenn ich euch als Mentor einen aussuche? Nimm keinen zu gruseligen. Jawohl, ja, verstanden. Mal sehen. Mene. Zurücktreten, Infobrett-Aktualisierung. Was ist das? Was passiert? Oh, die Daten werden aktualisiert. Sie werden aktualisiert? Oh Mann, hast du das gesehen? Das Brett hat sich umgedreht.
Was passiert denn da? Die Jumbo-Gun-Ofen Infobretter sind auf drehbare Platten angebracht. Das Brett wird auf die andere Seite gedreht. Dann tauscht ein Pokémon namens Dicktree die alten Jobs gegen neue aus. Dicktree? Die Aktualisierung der Daten ist die Aufgabe von Dicktree. Er gräbt sich zur Gilde durch. Dann dreht er das Brett um und aktualisiert die Daten. Seine Aufgabe wird zwar kaum wahrgenommen, aber sie ist sehr wichtig. Jawohl, ja. Darum ist Dicktree auch mächtig stolz auf seine Aufgabe. Oh, ist er das? Aktualisierung fertig. Zurücktreten. Aktualisierung fertig. Zurücktreten. Dicktrees und Dickdas funktionieren hier wie Roboter. Oh, er scheint fertig zu sein. Oh ja, wirklich. Die Daten sind aktualisiert. Die Ganoven-Liste ist jetzt auf dem neuesten Stand. Also suchen wir einen aus. Was ist denn los? Warum zitterst du denn plötzlich? Es ist doch nicht kalt hier. Sieh dir das an, einer wie. Ganz oben, auf der linken Seite. Das ist Traumato. Er ist ein gesuchter Verbrecher. Wir müssen los. Azuril und ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Was ist denn jetzt los? Wohin rennt ihr denn? Sieh mal, da ist Meryl. Meryl, was ist los? Wo sind Azuril und Frau Mato? Ja, hör zu. Nachdem wir losgegangen sind, haben wir zusammen nach unserem verlorenen Item gesucht. Aber plötzlich war ich allein und Herr Traumato ist mit Azuril verschwunden. Ich rief und rief, aber sie blieben weg. Dann habe ich Angst bekommen. In welche Richtung sind sie gegangen? Da lang. Du glaubst, Traumato und Azuril sind in diese Richtung gegangen? Ja. Oh, Hainori, als du Traumato und Azuril in deinem Traum gesehen hast, du meinst, sie waren in einer felsigen Gegend, oder? Ich habe das Gefühl, sie sind in diese Richtung gegangen. Dann mal los, Hainori. Stachelberg, Etage 1. So, erstmal den Heilsamen aufgenommen. So. So. Er leidet 19 Schaden. Okay, gut. Ich muss mal kurz gucken. Menü öffnen mit X. Team Hydropi. Attacken, Heuler nicht mehr. Lehmschelle hat, glaube ich, keinen Effekt. Okay, dann... Okay. Gut, jetzt muss ich das wieder reinfinden. Ich bin Level 8. KP steigen um 3 und Angriff steigt um 2. Verteidigung steigt ebenfalls. Hydropi ist auch Level 8. Super, mein Level hat sich... ist geschehen. KP steigen um 3, Angriff steigt um 2. Verteidigung um 2. Spezialangriff um 2, Verteidigung um 2. Wirf Flairsamen nach einem Gegner, um ihn benommen und unbeholfen zu machen. Aber iss ihn nicht selbst.
So, gut, den haben wir fertig gemacht. Okay, wie sieht's mit Magen aus? 92. Gut. Treppe nach oben. Weiter geht's. Oh je. So. Okay, hey, gut. Das funktioniert. Heilsamen aufgenommen. Und noch ein Flairsamen. LR. Ah, okay, hat Angst und hebt, Dodo hat Angst. Fadenschuss. Okay, dann gehen wir lieber gleich hoch. Ich habe gelernt. Pokémon Mystery Dungeon. Aufgehoben und in den Schatzbeutel gelegt. Ah. Ah, ich muss das mit der Steuerung noch ein bisschen besser aufarbeiten. So. Haben wir eigentlich irgendwas? Haben wir eigentlich irgendwas dabei? Um uns den Magen wieder voll zu machen. Also ich kann auf jeden Fall mal ein füllt KP auf. Ein Heilsam halt Statusprobleme. Erhöht den IQ. Wer hat den? Nehmen wir das. Spezialverteidigung steigt um 1. Klingt doch gut. Okay, Sackgasse. Wie sieht's eigentlich mit unseren Attacken aus? Oh, da haben wir auch nicht mehr viel. Sollte ich... Ah, gut, perfekt. Ein Apfel. Oh, nee, da ist nur ein Apfel. Das ist doof. Ich hoffe, es gibt hier auch Items, die AP erhöhen. Das wäre natürlich wieder mal toll. Also die AP wiederherstellen, weil sonst habe ich irgendwie ein Problem, wenn ich zu oft Glut einsetze. So. Ach, hey. Okay, das ist... Was mache ich denn da wieder? Okay. Abschlussbericht an Stachelberg, einer wie wurde besiegt durch die Attacke Tackle. Ja gut, ich habe, wie man sieht, das lief nicht gut. Das wird nicht leicht. Machen wir für heute Pause. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen.
Guten Morgen, einer wie. Okay. Das ist etwas unerwartet gewesen, das gleich zu verlieren. Das hatte ich so nicht erwartet, aber ich habe auch ein bisschen mich verspielt. Und 3. Mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hurra! Beeilung, wir müssen Azuri retten. Beeilung, auf zum Stachelberg. Okay, Hauptquests scheinen mir so wichtig zu sein, dass die immer wieder erwähnt werden. So, dann schauen wir erstmal, was haben wir. Normalrang, keine, Schleudern, um Feind anzugreifen. Sonst nichts. Okay. Wir müssen heute auf zum Stachelberg. Krebscore. Hey, hey, ihr begebt euch auf eine Erkundung. Eine Erkundung könnt ihr beginnen, indem ihr den Weg entlang geht. Hey, hey. Hey, hey, seid vorsichtig. Hey, hey. Wenn ihr auf ein Abenteuer aus seid, müsst ihr auf alles gefasst sein, was euch dir entgegentritt. Okay. Zum Stachelberg. Nochmal. Diesmal. Mit etwas mehr Konzentration. So. Haut aber, die hauen aber wieder auch extrem rein. Moment, wie sieht mein Teamkollege aus? Wie mache ich KP Wiederherstellung? Warten, KP Wiederherstellen. Damit haben wir zumindest einige KP wieder hergestellt. Macholo hebt Apfel auf. Gut, diesmal werden wir ein bisschen besser hoffentlich rangehen. Oh mein Gott. Wenn Macholo einen Apfel hat, dann müssen wir aufpassen. Ah, da ist der Apfel, Macholo. So leicht kann es einem gehen. Wenn er auf uns trifft. Na super. Naja, geht doch schnell. So, was haben wir hier? Eine Fragibeere. Ein Plosigsamen. Plombiert den Gegner vor dir. Kleinkiesel. Okay, ich muss jetzt wieder eine Munition auswählen. Fixieren. Okay. Okay. Okay.
ich muss jetzt nämlich erstmal was essen. So. Gut, erstes weg. Ach du Schande. Ja, ein Volltreffer, was soll man dagegen tun? Halt unser Statusproblem können wir jetzt erstmal wegmachen. So. Okay, hier ist die nächste Treppe nach oben. Also die Starra-Lilies sind ja echt heftig. Ich hoffe, dass wir das nicht zu oft treffen. Aber ich muss sie dann gleich mit Glut fertig machen, sonst geht da nichts. Okay. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir versuchen, Traumato zu vernichten. Bis dahin. Auf Wiedersehen.